Herzlich willkommen zur nächsten Pokémon Omega Rubin Episode hier auf Weebler Games for You. Ich bin so Ivo. Und wir müssen erst einmal wieder zurück, um ins Pokémon Center zu gehen, wenn ich mich richtig erinnere. Hier haben wir gekämpft. Ich glaube, wir mussten in der Mitte hoch. Da war jetzt eine relativ große Unterbrechung in dem Let's Play. Es sollte jetzt aber erst einmal wieder weitergehen, im normalen, regelmäßigen Abständen. Könnt ihr euch also drauf freuen. So, ab ins Pokémon Center. Denn wir wollen es ja doch jetzt demnächst mal fertig bekommen. Auch wenn das noch in etwas weiterer Ferne ist. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das habe ich eben zum ersten Mal gesehen, dass Pokémon, die mit anderen Pokébällen gefangen wurden, andere Farben dann in dem Pokémon Center haben. Das finde ich echt cool. Das ist mir sonst noch gar nicht aufgefallen. Jetzt müssen wir wieder hier rum, weil da hoch können wir nicht. Da ist ja eine Treppenstufe. Dann müssen wir den Arena-Leiter jetzt so langsam mal besiegen. Ich glaube, wir mussten hier rum. Links war, glaube ich, nichts. So, ein bisschen oben rum, genau. Ich habe es doch noch im Gedächtnis, auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist. So, jetzt müssen wir ganz links hoch und dann sind wir fast wieder da, wo wir aufgehört hatten. So, mit der hatten wir gekämpft. Dann mussten wir hier rum, glaube ich. Und so weit waren wir dann noch nicht. Hier ist wieder ein Kind. Okay, dann kämpfen wir mal mit ihm. Der Raphael setzt seinen Smogon ein. Panzer Aeron den schafft. Könnte sein, außer er macht Finale und so ein Quatsch. Oh, mit erstmal Stahlflügel. Gucken wir mal, was das an Damage macht. Ah, nicht so gut. Er macht aber auch nicht so viel Schaden, das ist okay. Machen wir mal mit Windschnitt weiter. Versuchen es da damit. Das ist auch nicht wirklich erfolgreicher. Oh, Flamme ist, glaube ich, gut gegen Stahl. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir sollten das Pokémon mal wechseln. Wir könnten ihn... Ach komm, Reptile kriegt die EP. Reptile muss sowieso gelevelt werden. Wir sind, denke ich, vom Level her aktuell auch etwas hinten. Von daher kann Reptile die EP gut gebrauchen. Wenn er es denn überhaupt schaffen sollte. Wer weiß nicht, dass er hier nur abnippelt. Zutrauen würde ich es Reptile. Aber es passt schon. Gut, es ist Morgon tot. So wollte ich das. Er hat auch nur das eine Pokémon gehabt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Panzeron, Level 19. Super. Er hat heißen Dapf in die Augen bekommen. Was ist denn das für ein Trottel? Oh Mann. Sehr schön, sehr schön. Ich frage mich ja, wie lange solche Speedrunner und Kram für den Pokémon-Teil brauchen. Wir nehmen auf jeden Fall jeden Kampf mit. Wir brauchen die EP. Die kriegen das bestimmt schon wieder in 2 Stunden fertig oder sowas. Oder 2,5. So wie ich die kenne. Das ist wieder Feuer, das bringt uns gar nichts mit Panzer Aeron. Reptan könnte auch auf die Fresse bekommen. Ich denke, wenn einfach auf Garados wechseln und mit Panzer Aeron die EP bekommt. Macht alles sonst keinen Sinn. Und Garados zerfetzt ja wenigstens alles. Genau wie ich es von Garados gewohnt bin. Antikkraft, okay. Nicht schlecht. Sehr effektiv sogar. Gut, gut. Ein Biss und weg mit dir. Sehr schön, so stelle ich mir das vor.
Kekleon, was ist das denn? Erstmal wechseln wir wieder auf Panzeron. Ich weiß gar nicht, ich habe das glaube ich schon mal gefragt, aber entwickelt sich oder kann sich in Panzeron nochmal entwickeln? Ich glaube, den habe ich schon mal irgendwie im Anime gesehen, aber jetzt im Spiel glaube ich noch nicht. Wir brauchen unbedingt noch ein Feuer-Pokémon, ey. Ganz dringend, aber ich habe keine Idee, was wir da nehmen können zurzeit. Da ist mir noch kein richtig cooles Pokémon bisher begegnet. Glaube ich zumindest. Vielleicht habe ich es auch irgendwie verpasst, aber ich denke eher nicht. Schlitzer mit der Zunge, okay. Nicht schlecht. Ich glaube, Drachenwut könnte ihn töten. Versuchen es einfach mal damit. Er hat sich ja auf unseren Biss eingestellt irgendwie. Okay, es hat gereicht. Perfekt. Also hat er nur noch 40 HP gehabt. Klar, aber du hast auch Level Up. Cool. Nehme ich doch gerne mit. Oh, Windhose zu lernen. Was kann die denn? Ich habe keine wirkliche Idee. Gucken wir erstmal, was sie kann. Drachenfähigkeit. Stärke 40. Zurückschrecken lässt, okay. Das ist auf jeden Fall besser als die Drachenwut, glaube ich. Ich denke, das machen wir mal weg für die Drachenwut. Die gefällt mir ja eh nicht so gut. Sehr schön EP einkassiert. Perfekt. So, mal gucken, was ist hier denn? Sind wir jetzt bald beim Arena-Leiter oder noch nicht? Hier ist noch ein Kampf. Okay. Am liebsten wäre es, wenn wir jetzt die ganzen Kämpfe bis zum Arena-Leiter durchkriegen. Damit wir, ja, dann quasi endlich mal gegen den kämpfen können. Karmaub. Ist auch wieder ein Feuerviech. Auch wenn es nicht ganz so aussieht. Nehmen wir wieder Gyarados. Gyarados zerstört die Arena halt einfach. Hitzekoller. Okay. Nicht sehr effektiv. Logischerweise nicht. Und ist zurückgeschreckt. Perfekt. Sehr gut gemacht. So gefällt mir das. Und tschüss. Alles gut, alles gut. Level 20. Offenlegung, das kenne ich auch nicht. Müssen wir mal schauen, was das bringt. Ziele, die Schutzschild oder Scanner verwenden, werden getroffen. Entfernt Effekte dieser Attacke. Finde ich nicht so gut. Lassen wir mal. Okay. So. Finde ich irgendwie nicht so prickelnd, von daher brauchen wir da gar nicht rummachen. Also ich denke mal, wir sind jetzt beim Trainer angekommen, also beim Arena-Leiter. Tatsache, sind wir ehrlich. Dann gucken wir doch einfach mal, ob wir Tränke haben. Ich glaube, wir haben eh genug. Und dann tun wir mal Reptile vollhauen. Und auch Gyarados vollhauen. Ja, dafür brauchen wir, glaube ich, Sprudel. Da hatten wir ja irgendwie ein bisschen was Besseres. So. Panzeron lassen wir tot, wie er ist. Und tun jetzt aber Gyarados mit Panzeron tauschen. Und dann soll Gyarados einfach den Arena-Leiter bashen. Wir können ja nochmal kurz speichern, nicht dass hier irgendwie was passiert, was wir nicht möchten. So, und los geht's. Dann schaffen wir den Arena-Leiter doch sogar in der Folge noch.
Vielleicht, wenn wir ihn schaffen. Wäre doch ganz nett. Als Wiedereinstieg. Hier ist ja schon ganz hübsch. Okay, ich habe mich geirrt. Die ist ein bisschen verrückt. Oder sie ist schüchtern. Da bist du ja endlich. Die ist ein bisschen verrückt, okay. Ich habe mich entschieden, sie ist verrückt. Könnt ihr gerne eure Meinung dazu sagen. Flavia, merk ihn dir gefälligst. Okay, alles klar. Okay. Lass uns endlich kämpfen, Mann. Jawohl, los geht's. Vielen Dank. Wird auch Zeit. Feuer frei. Rot angelaufen ist er ja schon. Gegen Flavia. Da sah es ein bisschen anders aus als da vorher. Aber gut. Schneckmark. Ja, Garados, da hast du doch was zum Frühstück. Und los geht's. Ein Biss, bitteschön. Zack. Oho, der war gut. Und wir haben die Attacke auch nur abgewehrt. Perfekt. Sondern. Oh, Hyperdrang. Gut, dass ich Biss benutzt habe. Ich habe kurz drüber nachgedacht, was anderes zu benutzen. Aber alles gut. Alles richtig gemacht. Und wir töten ihn sogar diesmal. Sehr schön. So gefällt mir das. Kurtel, was ist das denn? Noch nie gehört. Oder? Vielleicht, wenn ich ihn jetzt sehe. Doch, doch, den kenne ich. Das ist so ein Schildkröten mit einem Vulkan auf dem Rücken. Ich erinnere mich. Oh, der hält ein bisschen was aus, habe ich das Gefühl. Was ist das? Okay, die Sonne scheint. Habe ich verstanden, mein Freund. Versuchen wir das mal. Gucken, was das an Schaden macht. Weil Biss war jetzt nicht so erfolgreich, das auch nicht. Aber er ist zurückgeschreckt, immerhin. Sitzt du davon? Auch nicht so gut. Es macht alles etwa dasselbe an Schaden, habe ich das Gefühl. Hitzekoller. Oh, es ist nicht so schlecht dafür, dass es nicht effektiv ist. Also wenn das ein anderes Vieh gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich übelst auf die Fresse bekommen. Gibt's doch nicht, ey. Wie ich ihn nicht kaputt bekommen. Body Slam. Okay, gut. Wollte gerade sagen, es könnte bitter werden. Aber es hat noch gepasst. Machen wir lieber das, damit er eventuell wieder zurückschreckt. Macht er aber nicht. Fluch. Okay. Das bringt ihm nicht so viel. Alles gut, alles gut. Hat sich nur gebufft, quasi. Machen wir noch ein Biss. Also wenigstens die Chance hat, zurückzuschrecken, falls er irgendwie überleben sollte. Und gibt aber keinen Drang, alles gut. Hat er noch mehr Pokémon? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Okay, sie hat noch einen Karmob. Alles klar, Karmob sollte aber nicht so stark sein, hoffe ich. Ich denke, das Quirtle-Ding war das Stärkste von ihr. Ja, definitiv, alles gut. Den Kampf haben wir geschafft. Das gefällt mir doch schon mal wieder. Zack, tot ist er. Und damit haben wir unseren vierten Orden. Ich glaube, es ist der vierte. 3360 Poké-Dollar. Das ist nicht so wenig. Okay, wir kriegen ihn. Der sieht schick aus, muss ich sagen. Echt schick. Hitzeorden von Flavia. Bis Level 50. VM-Attacke Stärke können wir jetzt einsetzen.
Die haben wir ja sogar schon, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Hitzekoller ist eine coole Attacke, da brauchen wir auf jeden Fall einen Pokémon für. Dass das dann lernen kann. Okay, meine Liebe, vielen Dank fürs Kämpfen, vielen Dank für den Orden, mach's gut, auf Wiedersehen. Hat Spaß gemacht. No! Verdammt. Das war ja mal wieder Bro. Aber ich sehe auch gerade, wir sind schon bei über 15 Minuten wieder angekommen. Dann würde ich sagen, speichern wir hier an der Stelle erstmal. Ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, was wir als nächstes machen müssen. Mal schauen. Ich denke, irgendwas mit der Stärke. Ich habe nur leider überhaupt gar keine Idee gerade, wo und wie und was und warum. Wie dem auch sei, wir machen jetzt erstmal Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bis dann.